Do it now. Say it now. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Johansen, dem Talk. Mein Name ist Lars Johansen und mein heutiger Gast ist jemand, den ich persönlich sehr interessant finde, der eigentlich aus Leipzig kommt, seit vielen Jahren aber auch schon in Magdeburg ist. Und was er hier macht, das ist vor allen Dingen Psychologie. Er ist, denke ich, einer der wichtigsten deutschen Experten für Freud. Wir werden aber nicht nur über Freud sprechen, wir werden über Magdeburg sprechen, auch über Uchtr Springe, über ihn. Ich freue mich, dass er Zeit hatte. Ich freue mich auf Professor Dr. Christfried Tögel. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, schön, dass Sie kommen konnten. Und wie kommt man von Leipzig nach Magdeburg? Wie passiert's? Ja, da war ich 11 Jahre und hatte wenig Einfluss drauf. Mein Vater, der damals an der Psychotherapieabteilung der Uniklinik in Leipzig gearbeitet hatte, wurde einfach von dem damaligen ärztlichen Direktor des Krankenhauses Uchtr Springe nach Uchtr Springe geholt, um dort die Psychotherapieabteilung mit ihm aufzubauen. Und da wurde ich nicht gefragt, ob ich nach Uchtr Springe will oder nicht. Musste ich einfach mit, das ist ganz klar. Ja. Wie kommt es, der Vater und der Sohn, war der Vater so stilprägend und einflussreich, dass Sie gesagt haben, ich will in die Richtung auch gehen? Nee, eher nicht. Ich wollte eigentlich Kernphysik studieren und oder Archäologie. Und dann wurde das Institut zugemacht über zur Ägyptologie und dann Kernphysik hat mir jemand erzählt, ja, wir hier in der DDR forschen, rechnen nur das nach, was die Russen und Amerikaner im CERN in Genf machen. Und dann als dritter Wunsch hatte ich Psychologie und das ist dann noch übrig geblieben, sozusagen. Naja, aber dafür sind Sie ziemlich weit gekommen, kann man so sagen. Ja. Wie kam es dann, dass Freud das Thema wurde? Ja, ich habe klinische Psychologie studiert in Berlin und anschließend ging es darum, ich war nicht der schlechteste Student und konnte promovieren. Und als Thema hatte ich mir Traumforschung ausgesucht. Und wenn man sich mit Traum beschäftigt, kommt man früher oder später auch zu Freud. Und ein Teil meiner Dissertation hat sich also mit Freuds Traumtheorie beschäftigt. Und ich fand dann im Laufe der Zeit eigentlich weniger die Psychoanalyse als Theorie, sondern die Entstehung der Disziplin, der Psychoanalyse als Fachwissenschaft und die Art und Weise und die Einflüsse, die Freud geprägt haben. Wie ist Freud zur Begründung dieser Fachrichtung gekommen? Das hat mich mehr und mehr interessiert und ich habe mich dann, ja, inzwischen reichlich 30 Jahre viel mit Freud beschäftigt, speziell mit seiner Biografie, mit den soziologischen, biografischen Einflüssen, die auf ihn gewirkt haben, die ihn zu einem, ja, zum Begründer der Psychoanalyse haben werden lassen. Das klingt ja fast eher wie historisches Arbeiten als wirklich psychoanalytisches. Ja, ich habe mich dann habilitiert mit einer historischen Arbeit zur Geschichte und Rezeption der klassischen Psychoanalyse. Ja, ich bin eigentlich so ein Wissenschaftshistoriker und habe sehr viel, also hauptsächlich meine Publikationen und meine Bücher sind hauptsächlich historisch-biografisch ausgerichtet. Bei der Gelegenheit kann man auch gleich mal erwähnen, dass demnächst, nämlich innerhalb nächster Woche, glaube ich, ein neues Buch von Ihnen erscheint. Und Sie haben einige Bücher, kann man dazu mal sagen, einiges über Freud geschrieben. Ich habe nur mal im Internet so ein bisschen die Bibliografie mal angeguckt und dachte mir, ich wusste nicht, dass es so viel alleine von Ihnen zu Freud gibt. Ich meine, da ist ja einiges andere noch, aber bei Ihnen ist es ja schon sehr viel. Und jetzt die Rätsel Sigmunds Freuds, wo von den Geschlechtsorganen des Aals zur Traumdeutung. Ich weiß, es ist eine blöde Frage, aber worum geht's da? Ja, ich glaube, wenig Leute wissen, wenn man von den Fachleuten und Wissenschaftshistorikern und Freud-Biografen absieht, dass Freud 44 war, als er die Traumdeutung geschrieben hat, sein psychoanalytisches Hauptwerk. Er hatte die Hälfte seines Lebens überschritten, war zu dieser Zeit schon ein berühmter Arzt, galt als einer der führenden Neurologen Europas, hatte 200 Publikationen, darunter ein Buch zur Kinderlähmung, das bis in die 30er Jahre Pflichtliteratur für jeden Pädiater war. Und das Buch beschäftigt sich mit der Frage, wie ist Freud vom Neurologen zum Psychoanalytiker geworden? Und Geschlechtsorgane des Aals. Deswegen, weil seine erste Publikation, da ging es um Aale. Weil seit Aristoteles ist die Frage,
der Bestimmung, was ist ein männlicher und weiblicher Aal, nicht gelöst. Und Freuds Zoologieprofessor Karl Klaus hieß der in Wien, hat gesagt, fahr doch mal nach Triest, es gehörte damals zu Österreich-Ungarn, war eine Hafenstadt, und untersuch mal Aale, vielleicht kriegst du raus, wo sich männliche und weibliche Aale, woran sie sich unterscheiden. Freud schreibt dann an einen Freund, ja, Aale führen keine Tagebücher, aus deren Orthographie man Rückschlüsse auf das Geschlecht ziehen kann, hat 400 Aale untersucht, seziert und hat sehr vorsichtig, nicht endgültig, aber sehr vorsichtig formuliert, es gibt Lappenorgane, die könnte man als Geschlechtsorgan des männlichen Aals ansehen. Und das ist also Freuds erste Publikation gewesen. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der Mann im Zentrum seiner Theorie steht, Sexualität, dass seine erste Publikation, die nichts mit Psychologie zu tun hat, auch mit Sexualorganen zu tun hatte. Also daher der Titel, und bis zur Traumdeutung, da endet das Buch. Das Buch endet mit der Begründung der psychoanalytischen Theorie. Die restlichen 43 Jahre von Freuds Leben oder 40 Jahre von Freuds Leben werden in dem Buch nicht mehr behandelt, sondern nur die reichlich 20 Jahre von Beginn von Freuds wissenschaftlicher Arbeit bis hin zur Begründung der psychoanalytischen Theorie. Aber Sie haben sich ja, das kann man auch sagen, durchaus mit den letzten Jahren beschäftigt, weil es gab ja im ZDF mal eine Serie, wo Sie sozusagen einen Film betreut haben. Ja, es gab eine Reihe, die hieß Giganten, und da hat das ZDF große, berühmte Deutsche vorgestellt. Also Luther, Goethe, Humboldt, Einstein, Freud war einer von denen. Und ich bin gefragt worden, ob ich den Film über Freud wissenschaftlich beraten will, und da habe ich gerne zugesagt. Und das Prinzip dieser Reihe Giganten war, dass aus dem Leben des Protagonisten eine Schlüsselszene dargestellt wird, die sozusagen Aufhänger dafür ist, dass das Leben erzählt werden kann. Und wir haben bei Freud eine Szene und für eine Szene entschieden, 4 Wochen vor seinem Tod, wo eine seiner Enkelin ihn besucht. Und der Film dreht sich, also so eine Doku-Soap, so eine Dokumentar. Film mit Spielszenen, da geht es im Wesentlichen um den im Dialog mit seiner Enkelin erklärt Freud, wie er, was Psychoanalyse ist. Mhm. Ja, da gibt es eine Spielszene, wo die Enkelin sagt, na wie geht denn das? Und sagt er, hier ist die Couch, leg dich hin, erzähl mir mal, was dir einfällt. Das ist die Methode der freien Assoziation. Und so zentriert sich der Film um diesen letzten Besuch der Enkelin, wo Freud schon 83 Jahre ist, also kurz vor seinem Tod. Und da haben Sie das Buch geschrieben oder die wissenschaftliche Betreuung oder beides gemacht? Ach, das Buch, das Thema, das in diesem Buch behandelt wird, das beschäftigt mich seit 25 Jahren. Der Film, mit dem Film hat dieses Buch relativ wenig zu tun. Ich hatte zufällig, als ich an einem anderen Projekt gearbeitet habe, in der Kongressbibliothek in Washington, ein Manuskript gefunden, ein Schreibmaschinenmanuskript, 385 Seiten. Das war betitelt Mein Onkel Sigmund Freud und war geschrieben von einer Nichte, von der Tochter von einer Schwester Freuds, von Marie. Und die wollte das eigentlich veröffentlichen, ist aber aus irgendwelchen Gründen nie zur Veröffentlichung gelangt. Ich habe das gefunden, habe diese Freud-Biografie von der Nichte dann rausgegeben, und da in dieser Biografie geht es überhaupt nicht um die Theorie, sondern geht es darum, was war Freud für ein Mensch, wie hat er gelebt, wie ging das mittags zu, wo hat Freud gesessen, wo hat die Frau gesessen, die Schwägerin, die Enkel, wenn sie gekommen sind, was hat Freud gegessen, wie war der Tagesablauf. Also ich habe dann dieses Manuskript dafür verwendet, dass der Film, das Setting und das, was im Film an, was Freud angehabt hat, was hat er für einen Anzug gehabt, wie war die Weste, gut, da gibt es auch Fotos, möglichst authentisch, in möglichst authentischem historischen Setting zu machen. Wir haben den auch in London gedreht, nicht wie die anderen 5 Gigantenfilme in Rumänien, weil das billiger war. In London ist alles im Original in Freuds Arbeitsräumen passiert. Freud ist ja nach dem Anschluss Österreichs, musste emigrieren und hat alles mitnehmen können, weil er 130.000 Reichsmark Reichsfluchtsteuer bezahlt hat, beziehungsweise eine Schülerin von ihm, Prinzessin Marie Bonaparte, das war eine Urgroßnichte Napoleons, die hat das bezahlt. Freud konnte seine
Bücher, seine Möbel und seine 2500 Stücke umfassende archäologische Sammlung mitnehmen. Und dieses Setting ist dort original erhalten im Freud-Museum. Und in dieser Umgebung haben wir den Film gedreht. Das ist natürlich, ja, und wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, wer hat denn nun Freud gespielt dabei? Weil ich gestehe, ich habe es damals nicht gesehen. Ja, wir haben lange drüber gesprochen, wer das könnte. Und der Regisseur Günther Klein hatte dann die Idee, Dietmar Schönherr zu fragen. Und ich bin aus irgendwelchen Gründen nicht auf Dietmar Schönherr gekommen, obwohl ich als junger Fan von ihm war, als Commander McLean in Raumpatrouille, ihn da gesehen habe. Und Dietmar Schönherr hatte zu dieser Zeit, als wir den Film gedreht haben, genau das Alter, in dem Freud war, also war zwei Jahre jünger. Die Maske hatte kaum was zu tun, weil er äußerlich auch ihm sehr ähnlich sah. Das Problem war, dass Freud ja nach 16 Jahren Krebs hatte, Kieferkrebs, über 30 Operationen und eine Prothese, in den letzten Monaten wenig essen konnte, abgemagert war, nur noch flüssige Nahrung zu sich nehmen konnte und 65 Kilo wog. Und Dietmar Schönherr hat einen Swimmingpool in Ibiza und schwamm jeden Tag zwei Stunden, so ein Brustkorb, extrem agil. Und das war das Hauptproblem, dass er, wenn zum Beispiel in der Szene seine Enkelin aus dem Garten rief, Großvater, komm, er sprang der auf und rannte in den Garten. Ich sagte, Dietmar, du bist in drei Wochen tot, also ein bisschen langsamer. Ja, so das war schwierig und die Kamera, dass ihn auch so erfasst hat, dass nicht sein breiter Brustkorb immer zu sehen war, sondern dass auch des gebrechlichen alten Mannes, der in den letzten Wochen seines Lebens ist, dass das deutlich wird. Das war das Hauptproblem. Ansonsten hat Dietmar Schönherr natürlich auch durch seinen österreichischen Akzent, war das wunderbar. Woran liegt es eigentlich, dass dieses Interesse an Freud ja ungebrochen groß ist? Es ist ja irgendwie, wenn man irgendjemanden aus der Psychoanalyse kennt, jung vielleicht noch dieser oder jener, aber Freud kennt eigentlich jeder. Wie kommt es? Na, ich glaube, das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass Freud Fragen gestellt hat, an denen bis heute niemand vorbeikommt. Er macht die Fragen, viele von den Fragen falsch beantwortet haben oder Fachleute heute mit nach 100 Jahren wissenschaftlicher Entwicklung mögen heute Dinge anders sehen, aber die Fragen, die Freud gestellt hat, sind immer noch aktuell. Hinzu kommt, dass Freud ein, wir fast sagen, begnadeter Schriftsteller war. Er hat 1930 den Goethe-Preis bekommen. Den haben Schriftsteller eigentlich bekommen. Thomas Mann hat den Goethe. Und Freud, weil er so schön geschrieben hat. Er hat mal gesagt, meine Krankengeschichten, die lesen sich wie Novellen. Ja? Und die Art und Weise, in der Freud formuliert hat, in der er hat ja auch populärwissenschaftliche Dinge veröffentlicht, zum Beispiel die Vorlesung zur Einführung der Psychoanalyse 1916-17. Das war eine Auftragsarbeit vom Verlag, ja, in drei Teilen. Und das ist, kann jeder Laie, gibt es keine Fachbegriffe drin, jeder Laie kann das verstehen. Und es liest sich, man liest das mit Spannung. Mhm. Oder solche Sachen wie der Witz und die Beziehung zum Unbewussten, nicht klinische Anwendungen. Das sind alles Dinge, die sehr viele Leute gelesen haben, die sich einfach lesen. Und die Fragen betreffen, die jeden im Laufe seines Lebens irgendwie beschäftigen. Sexualität bis hin zum Tod. Wir und der Tod, der Krieg und der Tod. Freud hat viel über Krieg geschrieben. Ein Briefwechsel mit Einstein, warum Krieg, 1933 in 5 Sprachen veröffentlicht. Sodass die Art und Weise, mit der Freud Fragen, die jeden irgendwie betreffen, ob es die Gesellschaft ist oder das Individuum, beschäftigen. Die Antworten, ob die mal richtig waren, ist eine andere Frage. Aber das Aufgreifen der Fragen, immer wieder eine relativ breite Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, ich glaube, das ist der Grund, weswegen Freud so in alle, also jeder ihn kennt, sagen wir mal so vorsichtig formuliert. Das hat ein bisschen was so, wie ich es höre, fast so wieder was vom alten Universalgenie, weil einerseits sich auch tatsächlich konkret bei den Aalen eben mit dem Wissenschaftlichen, mit den Tieren beschäftigen, dann aber auch schreiben können wie wirklich ein guter Autor. Und ich gestehe, ich habe noch den Witz und die Beziehung zum Unbewussten gelesen, aber auch das hat mich durchaus gefesselt, weil es ja klug geschrieben ist. Und dann aber auch eine ganz neue Art der, ja, Psychoanalyse zu entwickeln. Das ist ja quasi, also ich sitze immer da und sage mir, wie schafft ein Mann das? Ja, das hat mehrere Aspekte, weil Sie sagen, Universalgenie ist Stichwort. In vieler Hinsicht, Freud hatte was Genieartiges. Der hat als junger Mann ein Tagebuch in Altgriechisch geführt. Ja, er sprach
fließend Englisch, Französisch. Mit dem Schulfreund hat er korrespondiert auf Spanisch. Eine Academia Castellana gegründet. Also war sprachbegabt. Er war extrem, hatte eine hohe Selbstdisziplin. Er hat einen Tagesablauf. Der ging früh um 6 los bis nachts um 1. Die letzten 2 Stunden hat er Briefe beantwortet. Zwischen 9 und 11 an Manuskripten geschrieben. Und zwischen früh um 9 und abends um 18 Uhr Patienten behandelt. Außer sonntags. Und dann gab es im Sommer so 2 Monate Ferien, wo Freud viel gereist ist. War 20 Mal in Italien, hat große Reisen unternommen. Aber ansonsten eine eiserne Disziplin. Und das hat ihn so produktiv gemacht. Ja, aber das ist sicherlich die Disziplin, aber das ist natürlich trotzdem, weil es so weit ist, das Feld. Also bei anderen ist es doch immer eingeschränkter. Und ich habe dann immer, ich gestehe, ich habe ihn vorher auch nicht so als, ich habe ihn wirklich nur in der Psychoanalyse gesehen. Habe natürlich übersehen, dass er eben auch der Autor ist, natürlich, was man gerne vergisst. Oder eben, dass er Naturwissenschaftler eben auch ist, was ich sehr gerne vergessen habe. Und natürlich nicht zu vergessen, dass er fliehen musste. Und sie haben ja auch von seiner Enkelin das mit rausgegeben, was sie ja gesagt haben, was sie gefunden haben. Aber ich habe noch ein paar andere Sachen. Das war eine Nichte. Nee, nicht. Entschuldigung, aber Enkelin habe ich auch mal gelesen, dass sie da was Die Enkelin, das war... Na, die Enkelin, die spielt in dem Film eine Rolle als letzte Besucherin. Von der Nichte habe ich diese Biografie herausgegeben und die Memoiren einer seiner Schwestern. So, Entschuldigung. Die hieß auch Anna, genau wie seine Tochter, und das war die einzige Schwester, die überlebt hat. Die anderen Schwestern sind im Treblinka bzw. in Theresienstadt umgebracht worden. Und diese Schwester hat früh geheiratet, ihr Mann ist nach Amerika gegangen, weil er so in so einem betrügerischen Bankrott verwickelt war, ist dann emigriert nach Amerika 1891, und die hat deswegen überlebt. Und die hat in den 20er Jahren Erinnerungen geschrieben, und die habe ich herausgegeben, die Erinnerungen seiner ältesten Schwester, Freuds ältester Schwester. Das ist übrigens die Mutter des Begründers der PR, der Public Relations, von Edward Bernays, den in Deutschland niemand kennt, in Amerika ist er sehr populär. Der hat die Zigarettenmarke Lucky Strike zum Durchbruch verholfen. Nämlich, das war in den 20er Jahren, da war schon Frauenemanzipation ein Thema, hat er gesagt, wenn Frauen rauchen, das ist ein Zeichen der Emanzipation. Und diese Zigarette ist the torch of freedom, die Fackel der Freiheit. Und das war, damit ist Lucky Strike zur meistverkauften Zigarette in Amerika geworden. Und er hat für Procter & Gamble Seife an die amerikanische Armee verkauft. Können Sie sich vorstellen, wenn Sie an die amerikanische Armee Seife verkaufen, was das für ein Umsatz ist? So, damit ist er berühmt geworden. Und der Name Public Relations, wissen Sie, wie der zustande gekommen ist? Dieser Neffe Freud, also der Sohn seiner Schwester, die überlebt hat, der war 1918 bei den Friedensverhandlungen in Versailles dabei, weil der Präsident Wilson hat eine große Delegation zusammengestellt und hat gedacht, er kann so jemanden gebrauchen, der gute Beziehungen hat, weil dieser Freud-Neffe hatte schon viele Künstler, Truppen, Dragilev zum Beispiel, das Ballett aus Moskau nach Amerika geholt, kannte viele Leute. Und als sie in Versailles ankamen, mussten die so ein Namensschild sich anfertigen lassen mit Namen und Beruf. Und der hatte keinen Beruf, hat die Uni abgebrochen und hat dann drunter geschrieben, Agent for Public Relations. Und so ist dieser Begriff Public Relations zustande gekommen. Das war Neffe Freuds. Also ich habe ein bisschen abgeschweift. Nee, das ist völlig in Ordnung. Ich finde das ja gerade spannend. Weil die ganze Familie, mir fällt noch Lucien Freud ein, der ja auch nicht so ganz... Ja, der ist ja im letzten Jahr gestorben, ja. Der ist natürlich ein berühmter Maler, hat das vorletzte offiziellen Auftrag gegebene Porträt von Queen Elizabeth gemalt, das sehr viel kritisiert worden ist, weil sie etwas grimmig guckt. Aber der ist natürlich ein berühmter Mann, dessen Bücher, dieses Porträt von Kate Moss ist damals für 7 Millionen Pfund verkauft worden. Das war ein berühmter Mann. Er hatte einen anderen Enkel, der war Architekt, bekannte Gebäude entworfen, darunter viele in Berlin, die heute noch stehen. Ja, von seinen ein Urenkel ist Marketing-Spezialist, war lange Berater von Tony Blair, also und war verheiratet mit einer Tochter von Murdoch, mit Elizabeth Murdoch. Also das ist eine Familie, die irgendwie vielleicht auch teilweise dank des Namens, wo fast jeder irgendwie Karriere gemacht hat.
Ja, ich kann aber nicht nur der Name gewählt werden. Ich glaube, als Maler Talent zu haben, die Bilder verkauft man nicht, wenn der Großvater freut ist. Das hat schon Gründe und bei den anderen denke ich ähnlich. Aber darauf zurückzukommen, Sie leiten ja hier, es gibt ja in Magdeburg, das wissen glaube ich gar nicht so viele, ein Sigmund-Freud-Zentrum. Ja, das ist, es ist so, der Salus ist ja eine landeseigene Gesellschaft, die eine 100% Landestochter ist. Die hat 2004 ein Institut gegründet, das sich im Wesentlichen mit Therapieerfolgskontrolle und Simulationsprozessen der psychiatrischen Versorgung beschäftigt und einen Bereich hat, der sich Sigmund-Freud-Zentrum nennt und den ich auch mitleite und der sich mit, im Wesentlichen mit externen Mitarbeitern mit Freud-Forschung beschäftigt. Und das hat natürlich was mit mir zu tun. Das war eine meiner Fragen, als ich gefragt worden bin, ob ich das Institut leite. Ich möchte das gerne weitermachen in einer gewissen Form und das wurde mir damals zugestanden. Aber ich finde das schön, weil auf diese Weise Magdeburg auch zu einem Teil der Freud-Forschung mit wird, was es ja sicherlich vorher nicht gewesen ist. Na, sicher nicht, ja. Ich hatte, ja, wie das so ist, war viel Zufall dabei. Ich habe vorher viele Jahre in Wien und in London gelebt und gearbeitet und dort an den, in den Archiven und den, das, der, der, der dortigen Freud-Museen und auch insgesamt ein, zwei Jahre in Washington in der Kongressbibliothek verbracht. Deshalb, weil dort das größte Freud-Archiv ist. Anna Freud hatte das mal, die Tochter Freuds, nach Amerika gegeben, als das Haus hätte abgerissen werden sollen in London, weil dort eine Autobahn gebaut werden sollte. Das ist dann nicht zustande gekommen, aber das Material war trotzdem in Washington. Deshalb haben wir heute etwa 150.000 Dokumente, Briefe, Manuskripte, die in Washington liegen. Und jeder, der was rausgeben will, Briefe oder Manuskripte oder der sich mit Freud-Forschung beschäftigt, muss dorthin und sich das angucken. Ich habe dort sehr viel Zeit verbracht und habe dadurch eben sehr viel Informationen über Freud, habe dort vieles in den ersten Jahren Computer eingetippt, später gescannt. Heute liegt da viel elektronisch vor. Und das habe ich natürlich mitgebracht, als ich wieder nach Magdeburg gekommen bin. Was natürlich groß. Ich hatte auch gesehen, Sie waren ja auch in Wien gewesen, einige Jahre da und hatten dort sozusagen mitordnen dürfen. Was ist das eigentlich für ein Gefühl? Ich weiß, es klingt dumme, so in den Papieren des, von Freud so, naja, mit denen auch haptisch umgeht. Ja, das war natürlich am Anfang, war das faszinierend für mich. Oder als ich war mit zwei Enkeln Freud sehr gut befreundet. Einen davon habe ich auch eingeladen, als wir eine Freud-Ausstellung hier in Ortsspring eröffnet haben. Der hat die dann seine in der Eröffnungsrede dazu gehalten. Das war für mich natürlich ganz faszinierend. Inzwischen, nach 25 Jahren, ist man relativ daran gewöhnt, dass tausende Briefe oder durch die Hände gegangen sind. Aber man findet immer wieder ganz unerwartete Sachen. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. 1918 war ein internationaler Literaturkongress in Budapest. Und da trat ein Analytiker auf, der einen ganz hochtheoretischen Vortrag hielt. Und neben Freud saß eine Psychoanalytikerin, die schrieb ihn auf einen Zettel: Verstehen Sie, worum es geht? Und Freud schreibt zurück: Keine Ahnung. Schreibt auf den Zettel. Also, und der liegt in dem Archiv, der Zettel. Also das macht ihn natürlich auch sehr menschlich. Sowas natürlich ganz lustig. Das findet man in keinen gesammelten Werken. Ja, solche Sachen. Oder der Anton Walter Freud, einer seiner Enkel, mit dem wir guten Kontakt hatten in London, der leider auch gestorben ist. In dessen Wohnung sah ich viele Bände einer Zeitschrift, die in den 20er Jahren in Deutschland populär war, Der gute Kamerad. Die war sehr deutschnational, ein bisschen militaristisch, leicht antisemitisch hier und dort. Ich sage, wie kommst denn du zu dieser Zeitschrift? Ja, sagt er, das Abonnement hat mir mein Großvater geschenkt. Also Sigmund Freud, der Jude Sigmund Freud, hat seinem Enkel diese Zeitschrift, das Abonnement für diese Zeitschrift zu Weihnachten geschenkt. Also das sind Sachen, das fasziniert mich so ein bisschen. Es ist kein abgeschlossenes, rundes, widerspruchsfreies Bild. Ja? Freud ist genauso ein Mensch mit allen Fehlern und Ecken und Kanten, wie eigentlich jeder Mensch hat. Nur wenn jemand selber eine Biografie schreibt, versucht das ein bisschen zu glätten, ja, über sich eine Autobiografie, dann lässt man das, was nicht so gut ins Bild passt, eher weg. Und Freud hat da sehr viel bei seinen eigenen autobiografischen Arbeiten, sehr viel im Nachhinein als Ergebnis einer Entwicklung interpretiert, was reiner Zufall war.
Ja, und da geht's in diesem Buch, was Sie schon erwähnt haben, die Rätsel Freuds, oft darum, wie viele Zufälle eine Rolle gespielt haben, warum Freud mit dem Thema, in das er große Hoffnung gesetzt hat, Kokain zum Beispiel, gescheitert ist. Reiner Zufall. Ja? Und wenn er Erfolg gehabt hätte mit dem Kokain, ja, und nicht sein Kollege, also Freud hat Kokain, Selbstversuche mit Kokain gemacht, zur Steigerung der Leistungsfähigkeit. Mhm. Dann hat er es verwendet, um am Auge, er hat einen Freund, der war Augenarzt, am Auge operieren, schmerzfrei operieren zu können. Die haben eine Kokainlösung, hat das Auge geträufelt und dann an seinem Vater das aus. Er hat den Glaukom, haben sie operiert. So. Und dann hat er, war ein Ophthalmologen, also ein Augenarztkongress in Heidelberg, und Freud wollte aber seine Verlobte besuchen in Hamburg. Die waren getrennt, mehrere, also über 1000 Kilometer, und hat zu seinem Freund gesagt, Vater, hinstell das vor. Und dieser Freund, Karl Koller, ist dann berühmt geworden als Entdecker der Lokalanästhesie des Kokains für, bei Augenoperationen. So, und Freud, der Ruhm und das Geld ist Freud entgangen. So. Also das sind eine Reihe von solchen Zufällen, die, wenn das anders gelaufen wäre, dann wäre Freud nie Analytiker geworden, sondern wäre wahrscheinlich in dem Bereich von Lokalanästhesie oder sowas geblieben. Oder später Goldfärbemethode, um Gehirnschnitte, hat also Gehirnschnitte mit einer Goldchloridlösung gefärbt, sodass die besser unter dem Mikroskop untersucht werden können. Ja? Ist nicht ganz klar, wieso er das dann nicht weiterverfolgt hat. Ja? Viele, also viele Themen, die dann, wo jemand anderes entweder parallel dazu was gemacht hat oder Freud das Interesse verloren hat und erst nach 25 Jahren Arbeit er also dann entdeckt hat oder das Gefühl gehabt hat, er hat was entdeckt, wo niemand anderes drauf gekommen ist, nämlich, dass der Traum ein sinnvolles, wenn man es interpretiert, ein sinnvolles Gebilde ist, nämlich eine Wunscherfüllung und dass man Träume als Wunscherfüllung interpretieren kann. Da eine Theorie draus gemacht, 700 Seiten drüber geschrieben und bei dem Thema ist er geblieben. Da frage ich jetzt auch mal als Laie, was ist denn die, der heutige Stand so der Forschung, was das mit den Träumen betrifft? Weil hier sehe ich ja auch, hier geht es ja auch um die Traumdeutung dann wieder. Ist das tatsächlich immer noch so, dass man sagen kann, die Traumsymbole haben wirklich eine übertragbare Bedeutung oder hat sich das doch ein bisschen gewandelt heute? Also man muss erstmal sehr vorsichtig sein mit dem, was über Freuds Traumtheorie geschrieben wird in der Sekundärliteratur. Freud selber war sehr vorsichtig. Er hat zwar in der Traumdeutung auch so allgemeine Symbole angegeben, hat aber in der Praxis immer nie einen Traum eines Patienten eine Symboldeutung angeboten, sondern hat immer den Patienten gefragt, was fällt Ihnen dazu ein, und hat gewartet, was der Patient anbietet. So. Und das ist eigentlich sehr vorsichtig. Er hat nicht gesagt, aha, du hast vom Regenschirm geträumt, das ist ein Penis. Freud nie gemacht. Insofern ist das heute die Darstellung über Freud etwas, stellen was dar, was Freud selber so nie praktiziert hat. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, was man heute dazu sagt. Es gibt ein hochinteressantes Experiment, was vor, ich glaube, über 30 Jahren oder 40 Jahren an der Universität Würzburg gemacht worden ist. Da haben sie während der Traumphasen Probanden die Aktivierung an den Sexualorganen untersucht. Also an Penis und an Klitoris. Das kann man sehr gut, wenn die Schwellkörper dort aktiv werden. Und es hat sich herausgestellt, dass Sexualorgane nicht nur aktiviert sind, wenn bei offen sexuellen Träumen, sondern auch, wenn von Sexualsymbolen im Sinne von Freud geträumt wird. Mhm. Ja, also bei Gewehren oder bei Regenschirmen. Das kann natürlich damit zu tun haben, dass im Laufe der Geschichte durch Märchen, durch Mythen, durch Folklore, solche im allgemeinen Bewusstsein, auch im Unbewussten der Menschen so eine Assoziation da ist. Aber auf jeden Fall scheint das nicht ganz, auch die moderne Forschung, das nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es da gewisse Zusammenhänge gibt. Wie das ursächlich entstanden ist, das weiß man nicht so genau. Zur Traumforschung, besonders zur physiologischen, ist eine ganze Menge gemacht worden. Und sehr viele Sachen, die damals rein physiologisch vom Stand der Physiologie zu Freuds Zeiten nicht möglich war. Aber an Theorien, es gibt viele Traumtheorien. Ich glaube, also ich würde sagen, es gibt keine, die eindeutig bessere Ergebnisse liefert als die Freud. Man kann über Freuds Traumtheorie streiten, aber sie ist in sich schlüssig. Sie ist durchaus
Ja, also sehr, sehr nachvollziehbar, nicht extrem spekulativ. Es gibt Traumtheorien von Physiologen heute, die mir viel spekulativer erscheinen. Also es ist durchaus was, wo man nicht sagen kann, im Gegensatz zu manchen anderen Theorien Freuds, das ist grundsätzlich widerlegt. Wir sind ja auch bis heute, sind Sie ja durch Salus und sind hier immer noch mit der aktuellen Psychologie, Psychotherapie ja beschäftigt. Wie weit ist da immer noch der Einfluss von Freud so sichtbar, spürbar für Ihre aktuelle Arbeit, auch mit den Psychiatern hier? Also in Versorgungskrankenhäusern, so wie die Salus sie betreibt, also speziell also in Bernburg in Nordspringe, ist natürlich Psychoanalyse oder psychoanalytische Therapie nicht so präsent wie unter niedergelassenen Psychoanalytikern. Wir haben also sehr viele Psychoanalytiker, die so eine lange Ausbildung gemacht haben, die sich niedergelassen haben. Im stationären Setting gibt es im Wesen sind entweder Verhaltenstherapie oder ja, Gesprächspsychotherapie oder auch psychoanalytische Psychotherapie. Aber Freud selber hat seine Therapie immer als ambulante konzipiert. Das heißt, die Patienten sind zu ihm gekommen, haben eine Stunde zwischen 45 und 50 Minuten mit ihm geredet und sind dann wieder gegangen, nächste Woche wiedergekommen oder am nächsten Tag. Die Frequenz war unterschiedlich. Es gab nur eine kurze Zeit, Ende der 20er Jahre, in der eine stationäre Einrichtung, das sogenannte Psychoanalytische Sanatorium in Berlin-Tegel, als stationäre Einrichtung für Patienten, die psychoanalytisch behandelt worden sind, errichtet worden ist. Das ist nach 2 Jahren wieder zugemacht worden. Also Freud selber hat seine Therapie nie im stationären Setting gesehen. Das ist eine Entwicklung, die erst lange nach Freuds Tod praktisch ja, begonnen hat. Und um konkret auf Ihre Frage zurückzukommen, wir haben in Nordspringe eine Psychotherapieabteilung, die stark analytisch orientiert arbeitet. Also insofern ist das in den praktischen Einrichtungen der Salus, in den Praxiseinrichtungen durchaus auch vertreten. Gut, und jetzt komme ich zu einem ganz anderen Themenbereich, aber es passt eben doch noch. Wir hatten ja kurz gesprochen, Witz und Beziehung zum Unbewussten. Und da gibt es auch mittlerweile Kontakte, habe ich mitgekriegt, zum Beispiel mit Eckhard von Hirschhausen. Der ja auch, also ich weiß, es war ja mal ein Kongress geplant, der jetzt im nächsten Jahr stattfinden soll, eventuell, unter anderem mit Eckhard von Hirschhausen. Wie ist es mit Eckhard von Hirschhausen, Freud und der Psychoanalyse? Wie kommt das zusammen? Ach, das ist, wie das so ist, auch viel Zufall dabei. Also wir haben vor ja, reichlich 10 Jahren, auch im erstmal von Nordspringe ausgehend, einen Förderverein gegründet, der ein wesentliches Ziel war, der Abbau von Vorurteilen. Und Herbert Grönemeyer, den ich aus London kannte, wir waren, haben nicht weit voneinander gewohnt, hat die Schirmherrschaft übernommen und hat sich immer wieder engagiert zum Abbau von Vorurteilen, ist nach Nordspringe gekommen, hat sich mit Patienten getroffen, und hat also auch so demonstriert, auch in Interviews mit den Medien, dass eigentlich eine Krankheit des Kopfes genauso in der Öffentlichkeit behandelt werden muss wie eine Krankheit von Nieren oder vom Bein. Warum soll das was sein, was man unbedingt verstecken muss? So, und wir haben eine Reihe von Veranstaltungen gemacht, wo wir versucht haben, durch Prominente auch dieses Ziel zu unterstützen. Wir hatten also auch Katrin Sass in Nordspringe, die Hauptrolle in Goodbye Lenin gespielt hat, die dort erzählt hat über ihr Alkoholproblem. Und wir hatten die letzte große Konferenz, da war auch ein Nobelpreisträger da, der einzige Psychiater, der einen Nobelpreis gekriegt hat nach 1927, und Grönemeyer auch. Und wir hatten in diesem Jahr wieder eine Konferenz geplant, wo auch wieder Prominente, die eine Beziehung haben, und Eckhard von Hirschhausen ist Arzt, der gesagt hat, Lachen hilft, ja, da das noch zu erweitern und noch mehr Prominente da mit reinzukriegen. Geplant ist auch über einen Film zu diskutieren, wo es um einen traumatisierenden Afghanistan-Heimkehrer geht, und da spielt die Ulrike Volkerts, die Lena Odenthal im Tatort spielt, die spielt dann eine Ärztin, die das entdeckt, dass er da behandlungsbedürftig ist. Sodass wir also das erweitern wollten und mehr Prominente, die eine Beziehung zu psychiatrischen oder psychischen Erkrankungen haben, damit einzubeziehen. Aus Gründen, die jetzt nicht, die nicht bei Grönemeyer oder bei Frau Volkerts lagen, haben die Dreharbeiten bzw. Konzerte, und wir mussten den Termin verschieben, sodass er also nicht in diesem Jahr, sondern im nächsten Jahr stattfindet. Und Hirschhausen, wie gesagt, ist dazu gekommen, weil er ein Arzt ist, der auch Humor und Musik, ja,
hat ja auch mit Grönemeyer, zu Grönemeyer einen Bezug, der da aus unserer Sicht sehr gut dazu gepasst hat. Ich finde das spannend, dass sich tatsächlich so viele bekannte Menschen für dieses Thema auch engagieren, weil es ist ja auch ein Thema, das notwendig ist. Den meisten ist immer noch nicht klar, dass eine psychische Erkrankung eine Erkrankung ist und nicht eben ein Stigma. Aber wir denken immer noch, ich sagte es gerade, ich hatte selber neulich einen Auftritt, Ucht springen und jeder, ach, was wollen Bekloppten? Das ist so die erste Frage, die dann kommt und nicht, wie war es da oder sowas. Und ich finde es faszinierend, weil es natürlich kompletter Unsinn ist. Woran liegt es immer noch, dass diese psychische Krankheit immer noch dieses Stigma hat, den Leuten wirklich Angst macht? Ja, das ist nicht so, wahrscheinlich nicht so ganz, es ist ein Komplex von Ursachen. Also eins hat sicher damit zu tun, dass für viele Leute, besonders auch für Ältere, das Bild eines psychiatrischen Krankenhauses wird auch geprägt dadurch, dass in der Bundesrepublik, in den alten Bundesländern bis zur Psychiatrie-Enquete Ende der 70er Jahre und in den ehemaligen DDR bis Anfang der 90er Jahre, psychiatrische Krankenhäuser ein Konglomerat waren, auch von Patienten, die eigentlich nicht mehr behandelbar sind, die zum Beispiel Geburts- oder genetische Defekte hatten, wo also schon das äußerliche Bild, zum Beispiel, wenn man nicht gewöhnt ist mit Leuten, die spastische Lähmung haben, die zu sehen, das macht einem erstmal Angst. Und heute nach der sogenannten Enthospitalisierung, wo diese Leute eher untergebracht sind, eher betreut werden, wo das Hauptziel nicht eine Behandlung ist, weil es vieles nicht behandelbar ist, dieses Bild ist bei vielen Leuten noch da. Auch wird auch verbunden psychische Erkrankung mit Intelligenz. Ja, und die wenigsten Leute wissen, dass Leute mit psychischen Erkrankungen schizophrene hochintelligent sein können. Wir haben in dieser Ausstellung Dämonen und Neuronen einen Nobelpreisträger, der Nobelpreis gekriegt hat mit einer schlimmen Schizophrenie. Ja, wahrscheinlich kennen Sie den Film Beautiful Mind, wo Russell Crowe die Hauptrolle spielt. Der hat eine Schizophrenie, ein hochintelligenter Mann. So, das heißt, das ist auch noch nicht, glaube ich, in der breiten Bevölkerung angekommen, dass psychische Erkrankungen nichts mit Intelligenzminderung zu tun haben. Ja, das wäre auch nicht gut, wenn man jemandem, der Intelligenz gemindert ist, deswegen auch Vorurteile entgegenbringt. Aber diese Verknüpfung zwischen psychischen Erkrankungen und leistungsintelligenter und Leistungsfähigkeit, das ist, glaube ich, auch ein Grund, der mit zu diesen Vorurteilen führt. Ist Amerika da tatsächlich ein bisschen weiter? Sie sagten gerade, Beautiful Mind ist ja wirklich ein Hollywood-Blockbuster dann eigentlich war, wo man sagt, über die psychische Erkrankung hätte es gedacht. Oder für mich auch immer die Bücher von Oliver Sacks, die ja auch Riesen-Bestseller sind, der ja eigentlich auch über psychische Deformationen schreibt. Das ist in Deutschland immer noch nicht ganz so oder ändert sich das doch immer mehr? Na, ich glaube schon, dass sich das ändert. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Als, ich glaube, Herbert Grönemeyer zum zweiten oder dritten Mal noch Springe war, da hat er sich auch getroffen, immer oft mit Kindern und Jugendlichen, ja, weil die kennen ihn und die Hälfte von denen sind auch Fans. Und wenn das Fernsehen kommt oder die Presse und Fotos machen wollen, dann müssen die fragen, entweder die Eltern, ob die einverstanden sind, dass sie gefilmt werden oder fotografiert werden. Und da ist uns zweimal passiert, dass da Jugendliche, ich würde mal so sagen, zwischen 15 und 17 Jahren gesagt haben, ihr wollt hier, macht hier was zum Abbau von Vorurteilen und jetzt tut ihr so, als ob wir aussätzig sind. Ihr fragt uns, ob ihr das zeigen dürft. Ihr haltet euch ja selber so, als wäre es was Schlimmes. Also ich glaube, je jünger die Leute sind, desto geringer sind die Vorurteile vielleicht auch in der Bevölkerung. Und als Dietmar Schönherr aus Anlass dieses Films in Hochspringer war, hatten wir eine Gesprächsrunde mit erwachsenen Patienten organisiert. Und als da kam auch danach, nicht während der Gesprächsrunde, wollte, ich glaube, war die Volksstimme, was fotografieren. Und da haben 10 Leute von vielleicht 35 gesagt, nee, lieber nicht. Also ich glaube, dass Leute, die etwas älter sind oder umgekehrt, die Jüngeren weniger Vorurteile selber haben. Und das wird auch in der Bevölkerung vermute ich mal so sein, sodass vielleicht die Tendenz auch im Zusammenhang mit, wie Sie sagen, Filme, Blockbuster, Internet, dass das vielleicht hoffentlich sich positiv entwickelt. Ich merke, es in einer anderen Richtung passiert. Ein Freund von mir, ein guter, der Phil Hubbe, der macht Behinderten-Cartoons und hat meistens körperliche Behinderungen, aber jetzt auch ab und zu so fängt an mit seelischen. Hat er neulich, erzählte nur kurz, eine schöne Mail bekommen von einer Dame, die ihm anschrieb und sagte, sie hat den Witz da nicht verstanden.
sie sei Autistin und versteht das nicht. Und was ich auch nicht wusste, dass Autisten tatsächlich ja Ironie nicht verstehen können. Einige vielleicht, aber sie in dem Fall, konkreten Fall nicht. Und er hat ein kurzes Gespräch mit ihr gehabt und das fand ich sehr interessant. Dass, aber auch den Mut, dass in der Öffentlichkeit, weil das ist ja dann, indem man macht in der Öffentlichkeit, ich bin übrigens Autistin und ich glaube auch, dass sich da langsam was ändert. Das finde ich also vorteilhaft. Ja, langsames Ändern. Was muss sich denn noch ändern? Meine Frage, wo Sie sagen, da hakt es auch noch wirklich und da hakt es auch in, konkret vielleicht Magdeburg, Uchtspringe oder überhaupt in Deutschland in der Psychiatrie. Ich will Sie jetzt nicht Frage, da in die Ecke Frage überfordert mich ein bisschen, weil das ist, sind eigentlich Themen, die sind lange bekannt, wo viele Leute, es gibt in München eine große Gruppe, die sich mit Anti-Stigma beschäftigt, wo jeder hat so seine Hypothesen und jeder versucht, was zu machen. Aber im Grunde genommen, wir sind nicht groß angelegte, wirklich mit schlüssigen Ergebnissen, Untersuchungen bekannt, die ganz eindeutig sagen, so und so ist es und das muss gemacht werden. Wir sind eigentlich so in einem Stadium, wo wir versuchen, das eine oder das andere auszuprobieren. Und wir machen es ein bisschen über, so unter dem Motto Promis in der Psychiatrie. Ja, die kommen da hin und die haben selber keine Vorteile in der Hoffnung, dass sich das ein bisschen auf andere Leute auch überträgt, die vorher gesagt haben, oh nee, würde ich nicht hinfahren. Ach so, aber Grönemeyer war da oder schöner, dass das vielleicht einen positiven Effekt hat. Aber wirklich gut durchgeführte methodische Untersuchungen, vielleicht sogar noch mit Kontrollgruppen zu Stigmata in der Psychiatrie und psychischen Erkrankungen gegenüber sind mir nicht bekannt. Mit Ausnahme der Untersuchung zum Missbrauch in der Psychiatrie selber, ja, also Hospitalisierungseffekte. Es gibt Gruppen, ich habe in Melbourne beim Weltkongress für Psychiatrie gesehen, wie also hunderte von Leuten vom Kongressgebäude mit Plakaten demonstriert haben, gesagt haben, ihr gebt unseren Kindern Drogen. Ja, obwohl in der Regel die Leute wenig über die Wirkungsweise von Psychopharmaka wissen, dass zum Beispiel die Forschung schon dazu geführt hat, dass die Nebenwirkungen, die früher Psychopharmaka hat, heute wesentlich geringer sind, dass wir heute die nicht alle Psychopharmaka oder nur wenige abhängig machen. Also vielleicht ist auch eine gewisse Aufklärung notwendig, so Psychoedukation, dass auch Angehörige besser Bescheid wissen, wann was für Behandlungsarten gefährlich sind. Sie kennen die Diskussion um Elektrokrampf, also Elektroschock. Ja? Da hieß es, Nervenzellen, die gehen kaputt. Ja? Unwiederbringlich. Dann hat sich irgendwann vor ein paar Jahrzehnten herausgestellt, dass sich doch auch Nervenzellen teilweise regenerieren. In Italien ging das so weit, dass ein Abgeordneter zurücktreten musste, der war Arzt, weil der Elektrokrampfbehandlung angewendet hat. Natürlich wird das nach wie vor in vielen Fällen angewandt, weil es die Methode der Wahl ist, weil man teilweise nichts Besseres hat. Also da gibt es ganz viele Sachen, die auch oft durch Medien ein bisschen hochgespielt werden, die nicht unbedingt dazu beitragen, Vorteile der Psychiatrie gegenüber abzubauen. Vielleicht haben wir das heute ein bisschen geschafft. Also ich habe mich gefreut, dass Sie da waren und ich habe sehr viel gelernt. Wirklich, das meine ich durchaus ernsthaft. Und ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Vergnügen dabei. Ich hatte auf jeden Fall Vergnügen, Ihnen zuzuhören zu dürfen. Sie sind ja, muss ich dazu sagen, ein halber Magdeburger. Sie verbringen einen Teil des Jahres ja auch in Lausanne. Ja, da wohne ich. Da wohnen Sie eigentlich, aber Sie wohnen ja auch hier. Ja. Und ich hoffe, dass Sie sich hier noch mehr verheimaten, weil mir hat es sehr viel Vergnügen gemacht. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich danke für die Einladung. Do it now. Say it, 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 say it now.